So, hallöchen mit willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf Tettau und werden fahren mit dem MAN Lions Coach, den wir hier im Bild sehen. Heute erstmal mit der ganz stinknormalen Testlackierung, mit der weißen Lackierung. Und zwar stehen wir hier in Kronach am Bahnhof und gucken, dass wir vielleicht bis nach Stockheim kommen heute. Weil, ja, mit der Updated-Version in dem Fahrplan ist ja sowas dazugekommen, wo man da ein bisschen länger Pause hat und dann sehen wir das vielleicht einfach mal so als Übergabe an den Kollegen oder so. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall haben wir hier den Lions Coach, der frisch erschienen ist. Und ja, da gibt es zum einen hier den normalen Lions Coach, da kommen wir mal ein bisschen näher ran. Also, das ist der normale Lions Coach in der normalen Länge. Und zusätzlich mit dabei ist dann auch noch der Lions Coach L. Das genau ist dann der Dreiachser vom Lions Coach. Und jo, das ist das schicke neue Gefährt. Wir können es vielleicht gerade bei den Innenraum setzen oder so hier. Da mit den tollen Glasdachluken da oben. An die Hintertür. Ist auch mein sehr beliebter Sitzplatz hier, soweit ich das weiß. Und ja, hier eben mit schöner ja, Dings hier, Laminatoptik haben wir da drin. Und ansonsten echt ein schickes Fahrzeug, eben mal wieder ein Reisebus. Das hier vorne ist jetzt unser Cockpit. Da steigen wir ein und ja, wir können auch hier mal die ganzen Lämpchen einmal anmachen bei der Elektrik. Dann testet er gerade alles einmal durch. Und sieht auch echt schick aus, muss ich sagen. Ist auch ganz wichtig, bevor wir jetzt den Motor starten können, bevor wir da Kommentare fragen, Readme lesen oder gerade einstecken. So, dann können wir nämlich den Motor starten. Können wir den Motor starten, genau, ganz normal mit M. Und dann schauen wir uns im Idealfall gerade noch einmal an. Das ist einmal hier, jo. Dann ist auch das Anschnallsymbol da weg. Ansonsten hat man eben die ganz normalen Features, die ein Bus eben hat. Können wir hier den Fensterheber einmal bedienen, dass wir ein bisschen was vom Bus auch hören. Weil dieser Bus tatsächlich sehr leise ist. Und gut, das haben Reisebusse zwar generell so an sich, aber der Bus ist tatsächlich sehr leise. Boah, jetzt fahren natürlich gerade die Züge los. Lass mal zu, ne? Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, dort Licht zu machen in verschiedenen Variationen. Das hier wäre jetzt im Prinzip mal das normale Licht im Inneren, braucht es tagsüber natürlich alles nicht. Und ja, hier im Prinzip ist es die automatische Klimaanlage. Da kann man jetzt viele tolle Sachen einstellen. Temperatur und so, halt ebenso die klassischen Sachen. Das ist jetzt nicht wirklich dieses Klimacenter nachempfunden, sondern funktioniert halt eben ganz normal. Ja, lieber Zug, ich weiß, dass du da bist. Ich wollte gerade sagen, das ist unser Anschluss, aber es ist ja, glaube ich, nicht wirklich so. Ansonsten, ja, dürfen wir uns Druck aufgebaut haben. Und rollen wir einmal vor zu den Fahrgästen. Also das Ganze ist eben hier mit Gangschaltung der Kollege. Und gleich hören wir auch ein bisschen mehr vom Bus, wenn wir dann... ja, das war super angefangen. Ich bin Profi. Nee, Quatsch, hören wir hoffentlich noch ein bisschen mehr vom Bus, wenn hier der ganze... Wenn das ganze andere Gedönse da weg ist, dann sollte das ein bisschen besser funktionieren, ne? So. Tür schon einmal auf, dann können wir dann ein bisschen hier. Ja, wieder ein bisschen frische Luft hier. Ist Hallo. wesentlich angenehmer. Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag. So, Ich hätte Hallöchen. gern eine Wollen Sie Kurzstrecke. das, ne? Also, wir haben auch ein Dankeschön. Fahrschein-Dingens an Guten Bord, Tag. aber das, Hallo. Einmal normal, bitte. Würde ich sagen, soll, Dankeschön. muss halt nicht unbedingt Gegenstand sein. Muss man sich auch in der PIN anmelden oder sowas. Also, ist im Prinzip ist alles in der README beschrieben. Da muss man einfach noch reingucken. Mehr ist es gar nicht. 35 oder so ist, glaube ich, auch Abfahrt, wenn mich nicht alles täuscht. Was haben wir denn noch Schönes hier ansonsten nur zu entdecken? Also, ich habe mir selber noch gar nicht aktiv angeschaut. Deswegen gehe ich da selber noch ein bisschen auf Entdeckungsreise. Also, wie gesagt, da kann man einmal aufmachen. Ah, ein Radio. Ja, gut, okay. Wissen wir Bescheid. Und ansonsten, also ist es echt ein schickes Fahrzeug von dem her. Hat natürlich ganz klassisch, wie halt eine Reisebusnummer ist, keine Zielbeschilderung. Deswegen muss man da halt ein bisschen nachhelfen. Aber das sollte ja auch nicht das Problem sein. So, Dille. Da steht der unser Kollege, wartet im Prinzip ganz brav auf seine Abfahrt. Macht er tatsächlich sehr brav, das macht er sehr gut. Ansonsten würde ich sagen, ja, können wir uns im Prinzip gleich mal, können wir los? Ja, können wir los, würde ich sagen. Lassen wir mal ein bisschen was hier während der Fahrt erleben. Und genau deswegen machen wir einmal hier Tür schon zu. Ist auch nicht allzu weit die Fahrt. Ist auch nur was Kleines zwischendrin. Wir rollen auch schon los, dass es vielleicht ein bisschen bergab geht.
Also das ist im Prinzip dieser Sound. Also es ist halt ein sehr dezenter Sound, wie das halt bei den Reisebussen nun mal so ist. Vor allem bei modernen Reisebussen. Weil das ist auch schon eine ganz schön lange Zeit, so muss ich sagen, dass das alles sehr dezent ist. Dass man hier nicht rumkommt, das ist halt nun mal auch so eine Sache, aber die ist nun mal einfach so, ne? Ja, Omi ist. Wir Boah, haben fette es verstanden. Scheiße. Ja, wir haben es verstanden, dass die Kurve eng war. Dass ich ein ganz, ganz schlechter Busfahrer bin. Das haben jetzt auch alle verstanden, glaube ich. Oder haben wir das verstanden? Ich glaube, wir haben es verstanden. Deswegen äußere ich mich da mal nicht mehr dazu. So, Delle. Richtung Stockheim geht es da runter. Ach, man kann sogar gucken. Wunderbar. Wollte mich gerade beschweren. Öh, da kann man aber gar nicht gucken. Aber da kann man ganz gut gucken. Ihr merkt auch schon im Kontrast zu dem Zug. Also, der Sound ist tatsächlich nicht gar nicht so leise eingestellt. Das ist einfach so in der Umgebung so laut. So, einen schönen guten Tag. Guten Schönen Tag. guten Tag. Hallo. Hallo. So, wunderbar. Haben wir alle. Was ist das überhaupt für ein Zug? Kommt da jetzt irgendwo einer angefahren oder ist das, oder ist das nicht heute? Ich weiß es gar nicht genau. Ach, ich habe keine Ahnung. Fährt jetzt da drüber oder fahren wir einfach? Fahren wir einfach. Fahren wir einfach. So, kann man da eigentlich. Warte mal, ich habe da gerade was gelesen. Ach, süß, das kann man da sogar. Gut, das ist natürlich ein bisschen sehr viel Dummy-Funktion. Das ist halt irgendwie ganz cool, ne? So, bin ich mal gespannt, funktioniert die tatsächlich oder. Ach, guck mal, Tatsache, die Rückfahrkamera, das ist sogar eine Sache, die funktioniert. Das finde ich cool. Das gefällt mir jetzt. Also, man kann halt eine Rückfahrkamera. Und. Ja, die können wir ja ausmachen, die brauchen wir nicht. Lass mal hier mal den. Lass mal hier den Werbebildschirm vom Bus drin. So, dille. So, mit dem Schaltgetriebe ist immer. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn man immer einen neuen Schaltgetriebebus hat, dann muss man sich immer so ein bisschen auf die. Immer so ein bisschen mit den Schaltpunkten vertraut machen. Von dem her ist das nun mal so, ne? Später wird es auch mal ein bisschen schneller hier. Jetzt fahren wir erstmal ein bisschen gemütlich durch die Gegend. Und euch da oben auch nicht durchschütteln, gell? Ihr ist da hinten. Genau euch da hinten meine ich. Hier drei, vier Fahrgäste da in dem Bus. Ich habe nämlich auch, also Lions Coach L, das wäre jetzt ein bisschen too much für die paar Leute. Und vor allem hat hier die Solo-Variante um einiges mehr Repaints, deswegen habe ich mich jetzt mal ganz spontan für den hier entschieden. Vor allem auch, weil der ein bisschen einfacher zu fahren ist, weil wir halt nicht so einen langen Bus haben. Aber erzähl's keinem. Ich kann Bus fahren, ich bin super, ich bin Profi. So, steigt's mal ein hier. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Nun haben wir dich drin. Jodele. Vielleicht warten wir den da vorne noch ab, wenn er einmal abbiegt. Wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ansonsten müssen wir halt einfach mal gucken. Da ist frei, da ist. Ui, ja, sieht man leider nicht so viel, aber sieht frei aus. Vorne sieht es auch noch recht gut aus. Schauen wir mal, das. Kriegen wir das? Ach, guck mal. Hat das ja mal sozial gemacht heute für uns. Hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet, aber gut. Jodele. Ist nochmal ein Zug. Also, zugtechnisch ist da ganz gut was los hier. Und ja, Busse kommen ja auch alle Stunden von dem her. Also, beschweren brauchen sich tatsächlich jetzt nicht. Ist ganz okay, der Busverkehr in Tettom hat ja auch mal ganz gut Anschlüsse dann an die Bahnen und von dem her. Ich glaube, es wird alles in Ordnung. Zählt jetzt hier eigentlich mit oder so? Tatsache, 31 km/h, 30. Guck mal, da zählt tatsächlich mit. Schau mal, da zeichnet das sogar direkt auf. Das finde ich cool. Das war jetzt ein bisschen schnell. Ja, da war ich jetzt selber schuld. Ich weiß, das habe ich jetzt selber zu verantworten. So, jetzt bräuchten wir ja eigentlich Licht, ne? Ist ein Tunnel. Von daher werden wir das Licht auch mal so weit benutzen. Was auch ganz cool ist, das Ganze hat auch wieder so ein schönes Turbo-Pfeifen in den im stärkeren Leistungsbereich, aber das brauchen wir jetzt aktuell nicht. Das ist jetzt ja von der Funktionalität her nicht wirklich gewollt, deswegen hören wir das jetzt auch nicht, aber mir ist auch alles mit an Bord. Was wir vor allem auch die ganze Zeit hören, ist dieser Zug. Ich hätte echt eine Gegend nehmen sollen, wo keine Züge unterwegs sind. Ist ja echt heftig, gell?
Ja. Aber gut, ansonsten ist ja noch gar nicht so viel los. Das heißt, wir können auch ein bisschen hier ganz gemütlich durch die Gegend sinnieren. Vor allem auch ganz viele enge Kurven zum Kurvenfahren üben, ne? Machen wir alles ganz super, weil da vorne ist mal wieder einer. Auch ein bisschen Respekt vor uns, aber im Prinzip sind wir auch nicht arg viel breiter als jetzt normaler Linienbus, deswegen. Boah, weiß ich auch nicht, was er hat, ne? Wenn wir das überhaupt sind, sind wir nicht mal unbedingt, deswegen. Aber es hat schon ein bisschen was anderes, ob da jetzt da so ein Citaro entgegenkommt, so ein kleiner oder halt so ein bisschen majestätisch aussehenderer Reisebus, ne? Liebe Fahrgäste, ihr sprecht da bestimmt aus Erfahrung, ihr die ganze Zeit Bus fahrt und nicht mit dem Auto. Weil das muss sich ja auch nicht unbedingt ausschließen. Das ist ja. Ist ein Teil auch eine ergänzende Sache, deswegen. Denke ich mal, ist das auch gar nicht so verkehrt. So, wo halten wir jetzt überhaupt nochmal alles? Ich habe das gar nicht mehr so. Blick Gundelsdorf, okay. Das ist ja am Fuße von dem Berg, wenn mich nicht alles täuscht. Und ansonsten. Ja, geht es dann auch schon grob Richtung Stockheim. Es ist ja hier, wie ich glaube ich schon am Anfang erwähnt habe, die Updated-Version mit den neuen Fahrplänen, der dann eben nicht ganz so straff ist, wie die anderen in der Vergangenheit waren. Und ja, ne, mit vielen Kurzläufern dabei und so. Warte mal, was mich interessieren würde, lass das mal kurz anschalten. Guck mal, das funktioniert tatsächlich. Was, wenn ich denn hier drauf drücke? Achso, das ist auch kein Unterschied. Ah, gut, man kann aber diese Passagier. Man kann die Passagier-Displays anschalten. Das finde ich auch cool. Ansonsten kennt man halt so die Grundfunktionalität des Dashboards halt aus dem Fernbus-Simulator, zumindest eben virtuell gesehen. Aus dem Fernbus-Simulator. Aber ich muss sagen, mir gefällt hier die Umsetzung echt gut. Also, es ist echt schick gemacht. Steht dem anderen jetzt nicht unbedingt in irgendwas nach. Ich fahre jetzt extra ein bisschen hochtouriger wegen der Bremsleistung. Haha. Nicht, dass er denkt, ja, du fährst voll umweltunfreundlich wegen Drehzahl. Guck doch da mal drauf. Ja, aber bergab ist das echt gut, dass du deine Bremse nicht die ganze Zeit belastest. Vor allem früher, wo es noch nicht solche Einrichtungen wie Retarder, also so Dauerbremsen gab. War das echt wichtig, dass man einfach in einem niedrigen Gang mit einer hohen Drehzahl fährt, weil sonst gehen dir halt die Bremsscheiben hoppes, ne? Das muss auch nicht wirklich sein. Vor allem überhitzen die schnell, nicht um die Toppes, aber die überhitzen die halt und dann, ja, kannst du dir die Bremsleistung. Ich glaube, die ist dann weg. Dann machst du da nicht mehr so viel damit. War ich ganz frei heute, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das haben wir eigentlich so rund um den Mittag hier. Im Prinzip ist es theoretisch, es ist abends, aber im Spiel ist jetzt mittags und deswegen finde ich das ja recht interessant, aber dann soll das wohl so sein. So, haben wir denn jetzt jemand, der aussteigen möchte? Ich weiß gar nicht, haben wir einen Haltewunsch eingebaut oder müssen wir einfach gucken? Ne, sind ja die meisten Reisebussen, sind einmal nach hinten gucken, wenn die im Linienbetrieb eingesetzt werden. Lass uns doch mal nach hinten schauen, da steht jetzt gerade keiner. Na ja, dann werden wir, glaube ich, unsere Fahrt fortsetzen. Ja gut, und den lassen wir vielleicht auch mal durch. Dazu könnte es durchaus eng werden. Weil da stand jetzt keine Schilder dran, das heißt, ich fahre einfach mal den vorderen Weg. Gibt ja manchmal so schöne blaue Pfeilchen, die einen dann anweisen, da rechts lang zu fahren. Aber ich glaube, dann wäre dann auch die Kurve vielleicht ein bisschen sehr extrem gewesen. Deswegen, ha, ich weiß es nicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen arg. Aber gut. Was haben wir denn da? Guck, wir haben sogar eine Haltestellenbremse eingebaut. Warte mal. Das müssen wir uns nachher mal angucken. Das finde ich süß. Ist die vielleicht auch über den normalen Taster aufrufbar? Ich muss nachher mal schauen. Ein Reisebus mit Haltestellenbremse. Ach, ist das süß. Das finde ich jetzt irgendwie echt knuffig. Wenn wir denn mal irgendwann an irgendeiner Haltestelle ankommen. Kann hier auf der Karte erfahrungsgemäß, nicht erwartungsgemäß, kann erfahrungsgemäß eine Weile gehen. Erwartungsgemäß dann dementsprechend natürlich auch.
Für alle, die es generell noch so nicht so ein bisschen viel mitbekommen haben über den Bus. Also der Bus ist gebaut worden von Helvete, der auch den Citaro zum Citaro Facelift eben umgebaut hat. Jo, ne? Da könnte man den Namen da durchaus schon mal gehört haben. Und ansonsten baut er halt echt schöne Sachen, deswegen ist das auch gerade echt schick, das gefällt mir. Im Handbuch steht auch was von einer Bauzeit von 4 Jahren, was ich echt enorm finde. Und ich habe mich mal überlesen jetzt in der kurzen Zeit, aber soweit ich das gedeutet habe, ist es ungefähr so, ja, ne? So, jetzt schauen wir, dass wir da ein bisschen fortkommen. Ist ja dann auch schon ein Viertelstündchen wieder rum, ne? Ganz wichtig, Viertelstunde mehr nicht. Mehr gibt es nicht heute Abend. So, ansonsten da vorne ist dann eben schon der Bahnübergang. Vielleicht mal ein bisschen gucken, dass da nichts schief geht. Ansonsten 6 Gänge hat der Bus, soweit ich das mitbekommen habe. Können wir mal ganz kurz... Ja, genau. 6 Gänge haben wir. Ansonsten kann man das halt eben ganz gut nutzen, wenn es dann ein bisschen schneller vorwärts geht. Was jetzt hier nicht unbedingt der Fall ist. Aufgrund von solchen Sachen hier. So, vorsichtig. Natürlich nicht stehen bleiben. Ist auf dem Bahnübergang vermutlich eine schlechte Idee. Sonst müssen wir gerade nochmal gucken. Möchte jetzt jemand aussteigen? Ich glaube, da steht jemand. Heißt, wir halten einfach mal an. Wir müssen im Prinzip eh da irgendwie bald Endstation machen. Deswegen... machen wir das mal. Die Haltschirmbremse müssen wir auch noch testen. So, mal ein bisschen Warnblinker rein hier. Oder blicken wir mal rechts. Reicht ja auch. Jo. Nö, sie wollen auf jeden Fall nicht mit. Das sehe ich. Ansonsten steht da jemand. Weiß ich gar nicht. Wir können mal ganz kurz ein bisschen gucken auf die Tür, wie die denn so... Nö. Aber sieht trotzdem schön aus, ne? Gucken wir, ob das auch... Ist sogar mit Hubverriegelung gemacht. Cool, gell? So, ansonsten mal ganz kurz. Tatsache. Haltestellenbremse. Süß. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es sowas als Sonderausstattung für Reisebusse gibt. Also für so Kombo-Fahrzeuge wie jetzt hier UL von Setra, jemand hat das mit der GT-Front bestellen kann und sowas. Also, dass es da halt beispielsweise jetzt Haltestellenbremsen gibt. Okay, aber hier, das finde ich jetzt... Ich nenne es mal sehr bewundernswert. Ich glaube, wir haben einen etwas älteren Bus vor hinter uns. Hört sich zumindest stark so an. Das können wir im Prinzip die Sicht, da kann man so ein bisschen Fahrer-Looky-Looky machen. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Sicht. Jetzt möchte aber jemand aussteigen. Sehen wir aber tatsächlich nirgendwo. Das heißt, das ist so eine Sache, die müssen wir uns dann irgendwie... Müssen wir dann irgendwo anders her uns ableiten. So, Dele, ansonsten war es das jetzt, ja. So, die Frage ist, wo bleiben wir denn stehen? Weil der Kollege muss ja auch irgendwo hin. Ja, der bleibt da auch stehen. Ja, dann machen wir das doch auch irgendwie, ne? Na, der ist laut, ne? Das heißt ja, dass wir euch mal aussteigen. Die ihr aussteigen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, das war es jetzt von heute für die Folge. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Viel Spaß natürlich allen mit dem Bus, die den gerne ausprobieren wollen. Und ansonsten sehen wir uns halt in einer regulären Let's Play-Folge die Tage wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.